Einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, wir sind schon eine Weile unterwegs. Circa zwei Stunden. Zwei Stunden jetzt haben wir Johannesburg schon hinter uns gelassen. Genau, wir sind sehr früh aufgestanden heute, nämlich um 7 und sind um 7.30 Uhr losgefahren, weil heute wartet ein bisschen Strecke auf uns, denn wir machen uns schon in Richtung Krüger Nationalpark auf dem Weg. Ja, das Wetter ist scheiße. Es regnet den ganzen Tag und es hat sich so richtig eingeregnet. Da ist keine Lücke für irgendwas Schönes. Für ein bisschen Sonne. Ich glaube, die kämpft sich heute auch gar nicht durch. Nee, das wird heute nichts mehr. Aber egal, wir haben ja auch zum Ende noch Puffer. Das heißt, alles, was jetzt ins Wasser fällt, holen wir einfach nach. Und hoffentlich dann im schönsten Sonnenschein. Frühstück, weil wir hatten heute keine Zeit mehr, irgendwo hinzugehen. Deswegen self-made. Und ich würde sagen, hier, lass es essen und dann gib Gas, Emmy. Ja, wir haben nämlich ein bisschen Zeitstress. Wir müssen zu unserem nächsten Programmpunkt nämlich kommen. Genau. Dazu aber mal sehen, aber ob der stattfindet. Ja, das ist natürlich die nächste Frage. Aber jetzt müssen wir es erstmal dahin schaffen. Bis später. Bis nachher. Seit wir in Johannesburg los sind. Wir haben es jetzt gleich geschafft, noch 11 Minuten bis zum Ziel. Und jetzt verraten wir euch mal, was wir jetzt gleich machen werden. Wir fahren zu Iduna Adventures, denn da haben wir eine Tour gebucht. Und zwar machen wir heute ein bisschen River Rafting. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, auf welchem River und wie lange wir raften und wohin und mit wem. Aber wir lassen uns überraschen, wir haben richtig Bock. Vermutlich können wir euch davon nicht zeigen, weil wir haben natürlich wieder mal keine Actioncam am Start. Aber wir versuchen vor und nachher ein bisschen was einzufangen. Und vielleicht hat der vor Ort da irgendjemand eine Actioncam. Dann grabben wir uns einfach seine Aufnahmen. Nur knapp 20 Minuten später erreichten wir unsere Unterkunft, die Hamilton Parks Country Lodge. Diese ist nur 15 Kilometer von Hazyview entfernt und befindet sich damit noch vor den Toren der Panorama Route. Hier erwarten dich gemütliche Bungalows und Zimmer, ein üppiger Garten mit Pool und einige süße Vierbeiner. Echt schwül, aber das Schöne ist, es ist hier so grün durch den vielen Regen. Schaut mal, da ist übrigens der Weg. Sieht alles schön grün aus. Puh, da kommt man aber trotzdem ganz schön ins Schwitzen hier. So, das war's hier auch schon wieder. Mittlerweile ist es auch ein bisschen voller geworden. Wir haben aber alle Bilder und Videos im Kasten, denke ich mal. Und wir haben die Aussicht auch genossen. Ja, endlich genau. Mal ein bisschen Nature und kein Nebel, kein Regen, obwohl es jetzt gerade anfängt. Die Mac Falls sind 70 Meter hoch. Und generell ist hier in dieser Gegend, ich muss mal kurz in Pumalanga. Hat eh, glaube ich, so die höchste Dichte an Wasserfällen in ganz Südafrika. Also hier gibt es nicht nur die Mac Falls, hier gibt es noch die Berlin Falls, die Lisbon Falls und was nicht alles für Falls. Ist ja fast wie in Island hier, Mensch. Ja, irgendwie schon, ne? Und man denkt, oder ich dachte echt ehrlich gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen müde sind von Wasserfällen, aber die haben immer so eine Magie, ne? Ich meine, in Island haben wir, glaube ich, mit die krassesten Wasserfälle gesehen. Aber selbst der ist so schön in den Klippen und das ganze Moos, das ganze Grün. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der Abstecher war auf jeden Fall hoppigaloppi. Und apropos Island,
Ich ärgere mich gerade, dass ich meine Wanderschuhe von Island nicht mitgenommen habe, weil das sieht ja ein bisschen matschig aus. Also ich bin mit meinen Birkenstocks auch sicher und komfortabel unterwegs. Ich glaube, das hat uns irgendjemand von euch oder mehrere von euch uns empfohlen. Und daraufhin sind wir jetzt hier mal hingefahren. Und das sollen die besten Pancakes in Mpumalanga sein. Oder in ganz Südafrika. Ich habe keine Ahnung. Ganzen Welt. In der ganzen Welt. Und ja, wie ich auf der Karte sehen kann, das gibt es mit allem. Und ich würde sagen, haben wir schon Hunger? Dafür braucht man keinen Hunger. Wir bestellen mal ein bisschen was. Harry's Pancakes sind übrigens hier in Grasscock, wie auch immer man diesen Ort nennt. Und ja, ich würde sagen Kaffee, Pancake und Wurst. So. Gut, ne? So frisch, also es. Der Teig ist aber echt lecker. Ja. Na dann, lass es dir schmecken. Gönnen wir uns. Die haben es auch ein bisschen übertrieben mit Schoko, ne? Mein Teller sieht irgendwie ein bisschen ekliger. Ihr Lieben, ihr könnt es vielleicht schon hören. Es ist ein bisschen lauter hier. Und das liegt daran, dass wir am nächsten Wasserfall angelangt sind. Wir sind jetzt beim Lisbon Waterfall und das sieht richtig schön aus hier. Allein die Landschaften der Panorama Route sind so abnormal, so grün und die Sonne ist endlich da und ja, jetzt quatsche ich mal nicht weiter, jetzt zeige ich euch mal, wo wir hier sind. Bei den Potholes und hier ist richtig viel los, aber das ist wahrscheinlich auch dem guten Wetter geschuldet. Wir wissen noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Wir folgen jetzt dem Weg und schauen uns das Highlight hier an der Panorama Route mal an. Und ja. Wir müssen noch mal festhalten, wie geil das Wetter ist. Schau mal, geh mal nach oben. Blauer Himmel. Seit 4 Tagen Regen, seit 4 Tagen Nebel und jetzt fahren vorher wir trauen uns endlich, dachten so, ach komm, wir fahren heute ein Stück vielleicht. Wird es ja besser und jetzt ist das Wetter mega geil. Besser kann es nicht sein. Achso, übrigens 63 Rand Eintritt für Ausländer. Ja. Das sind so 4 Euro und ja. 1 Cent oder so. Und ja, so, das jetzt gehen wir genau los. Genau. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück. Mittlerweile ein paar Farbnuancen roter. Ja, wir haben uns richtig den Pelz verbrannt. Mit der Hitze haben wir heute noch gar nicht gerechnet. Nee. Aber gut. Deswegen haben wir jetzt auch gar keine Sonnencreme dabei. Aber Eis. Das erste Eis des Jahres. Stimmt.
Februar. Notiert. Okay. Und jetzt geht's weiter zum letzten Highlight der Panorama Route, nämlich dem Blyde River Canyon mit dem Viewpoint und der spektakulären Aussicht. Und ich würde sagen, alles klar bei dir? Ja. Let's go! Wo bist denn du überhaupt gerade? Jetzt erwischst du mich am falschen Fuß. Three Rundles. Rundevels? Rundevels. Rundevels. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, sieht mega aus, ey. Das ist der Wahnsinn. Hier ist mehr als krass. Also, wir können gar nicht reden. Unfassbar. Wie beschreibt man das? Zieht euch das rein. Hammermäßig. Emmy. Crazy? Wahnsinn. Richtig krass. Und es ist so ruhig. Ja. Und die schönen Wolken da noch. Also besser könnte es gar nicht sein. So, aber wir suchen noch einen zweiten Point. Und da schauen wir mal, ob wir den noch finden. Das Gate schließt um 5. Ich glaube, wir haben jetzt auch gleich nur noch 20 Minuten. Wir wurden auf jeden Fall schon so durchgepfiffen. Die 30 Rand Eintritt braucht mir irgendwie nicht zahlen. Okay. Und jetzt sehe ich schon den Viewpoint, den ihr von Bildern kennt, wenn ihr Blyde River Canyon eingibt. Und da gehen wir jetzt hin. Leute, Hand aufs Herz, ohne Spaß. Das ist eine der beeindruckendsten Aussichten, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Unfassbar. Diese Wolken, diese Farben und diese Weite. Ist das brutal oder ist das brutal? Man fühlt sich wie König der Löwen, ich sag's euch. Unfassbar. Hammer. Wir sind so glücklich gerade, aber nur. Ich kann gar nicht reden, es ist einfach so unfassbar. Wie er schon gesagt hat, der schönste Ort, also einer der wirklich schönsten Orte. Unfassbar, ja. Ever. Es ist einfach krass, ich fühle mich wirklich, das ist wirklich König der Löwen, das ist Afrika, das ist Mutter Erde. Wahnsinn. Vielen krass. Dank, Mutter Erde, für diesen Ausblick. Hammer, ey. Well done. Ihr Lieben, wir können euch nur ans Herz legen. Was haben wir für ein Schwein? Diesen Ort zu besuchen. Ja, wir sind immer noch baff. Wir können wirklich nicht in Worte fassen, wie krass ein Ort sein kann. Und der Weg hat sich mehr als gelohnt hier hoch. Und wir nehmen gerne die 100 Kilometer zurück auf uns. Mega. Also hier würden wir auch gerne. Wir überlegen noch, ob wir vielleicht die Tage nach dem Krüger nochmal hier in die Gegend kommen, uns hier irgendwo eine Unterkunft nehmen und dann wandern gehen. Da hätte ich ja auch richtig Bock drauf. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, aber jetzt verlassen wir diesen magischen Ort und fahren jetzt nämlich in die Hippo Hollow Estate Lodge oder so. Und da haben wir nämlich heute ein Dinner mit afrikanischem Shangana Cultural Dance Show irgendwas. Und darauf freuen wir uns jetzt auch schon mega. Und ich würde sagen, tschüss! Hey.